Gut, dann. So, ich glaube, es wird Zeit, dass wir unser Fest anfangen. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen. Sehr geehrter Herr Altbundesrat Christoph Blocher, sehr geehrter Herr Regierungsrat Paul Winiker, geschätzte Vertreter der nationalen, kantonalen und lokalen Parlamente, Herr Präsident der SVP Schweiz, Albert Rösti, sehr geehrte Gäste und Vertreter der Presse und vor allem liebe SVP-Familie, herzlich willkommen zu unserem 25-Jahr-Jubiläum der SVP Stadt und Kanton Luzern hier im KKL. Als erstes möchte ich unseren Eijachser-Freunden Schachen und dem Verein Freund von alten Landmaschinen Pfalz danken. Sie hat mit ihrer 200 Meter langen Kolonne quer durch die Stadt durch, über die Seebrücke zum Bundesplatz bis hier vor das KKL her mal für ein ungewohnt ländliches Bild in der Stadt Luzern dürfen sorgen. Ausnahmsweise waren es mal nicht die Linken, die in der Stadt Luzern für Tempo 30 gesorgt haben, sondern wir von der SVP. Bitte einen grossen Applaus auch. Bitte einen grossen Applaus auch für diesen Einsatz. Danke. Unter dem KKL-Dach sind Sie von den Fahnenschwinger und den Alphornblöser vom Büchel-Sixpack empfangen worden. Sie haben vorher auch unseren Anlass hier auf der Bühne eingeleitet. Und hier im Saal, die etwas früher gekommen sind, haben noch Deduweis-Örgler aus dem Entli-Buch für Stimmung gesorgt. Bitte auch für diese Musik einen herzlichen Applaus. Geschätzte Damen und Herren, stellen Sie sich doch nur einmal eine Schweiz ohne SVP vor. Würde es keine SVP Schweiz geben, dann wären ausnahmslos alle Parteien für die Energiestrategie 2050, wo wir morgen nur dank dem Referendum der SVP darüber abstimmen dürfen und wo dann hoffentlich auch von der Schweizer Bevölkerung abgelehnt wird.
würde es keine SVP Kanton Luzern geben, dann wären alle Parteien im Kanton Luzern, inklusive der sogenannten Bürgerlichen, für die Steuererhöhung um einen Steuerzehntel, wo wir jetzt ebenfalls dank dem Referendum von der SVP morgen auch dürfen abstimmen und so den Stadt Luzerner und Kanton Luzerner Bürger die Möglichkeit geben, den Angriff auf unser Portemonnaie zu verhindern. Und nicht zuletzt auch braucht es eine SVP in der Stadt Luzern. Gäbe es die nämlich nicht, dann wären alle Parteien in der Stadt Luzern für ein Gross-Luzern, wo das Ziel ist, über die Hälfte der Kantonsbürger einzugemeinden in ein Gross-Luzern, wo dann nachher über die Landschaft bestimmen soll. Das kann sicher nicht sein und darum sieht man, dass wir wichtig sind, so wie bereits am ersten Tag. Es sieht offenbar so aus, als hätte sich in den letzten 25 Jahren noch nicht viel verändert. Auch damals ist die SVP, allen voran unser Nationalrat Christoph Blocher, allein gegen sämtliche Parteien, Exponenten und Experten antreten, um den EWR-Beitritt von der Schweiz zu verhindern. Ein Kampf, den man von Anfang an gesehen hat, der ist eigentlich aussichtslos, da können wir nur verlieren. Es war ein Wendepunkt in der Schweiz. Die Bürger haben den Glas Politics-Vertrauen entzogen und haben entgegen von allen Prognosen und Statistiken gegen EWR gestimmt. Ein Bild, das wir, zum Glück kann man sagen, auch in den letzten Jahren immer wieder haben dürfen erleben. Egal ob bei den Ausschaffungsinitiativen, einem Minarettverbot oder Masseneinwanderungsinitiativen, immer hat es geheissen, alle gegen die SVP. Und trotzdem haben wir die Abstimmungen gewonnen, und zwar teilweise mit einem grossen Vorsprung. Dass unsere Initiativen dann nur halbherzig bis überhaupt nicht umgesetzt worden sind, ist nur ein Zeichen dafür, dass die anderen Parteien schlicht hilflos sind gegenüber der grossen Stärke der SVP, nämlich unserer Volksverbundenheit. So war es dann auch eine Rede vom damaligen Nationalrat Christoph Blocher im Hotel Schweizerhof hier in Luzern, wo unsere Gründungsmitglieder darauf gebracht hat, dass wir auch hier im Kanton Luzern eine starke SVP brauchen. Ob er, der Christoph Blocher, auch heute noch der Meinung ist, dass die Schweiz nicht doch endlich dieser EU beitreten soll, werden wir nachher noch hören. Lassen wir uns überraschen. Ebenso werden heute noch verschiedene wichtige Persönlichkeiten von der SVP Stadt und Kanton Luzern zu Wort kommen. Sie werden uns einen kleinen Einblick geben, wie sie die Zeit in der SVP erlebt haben, von der Gründung bis heute. Allen voran natürlich auch unser Regierungsrat, der Paul Winiker, damals noch Stadt Luzerner übrigens, der als Mann von der ersten Stunde auch eine treibende Kraft bei der Gründung von der SVP Stadt und Kanton Luzern war. Als erstes möchte ich aber jetzt unseren Präsidenten von der SVP Kanton Luzern, Franz Grüter, das Wort geben. Mit seinem unermüdlichen Engagement in den letzten Jahren hat er maßgeblich dafür gesorgt, dass die SVP die wählerstärkste Partei im Kanton Luzern geworden ist und damit die letzte CVP-Hochburg erobern konnte. Mit seiner Wahl in Nationalrat hat er auch gerade unser drittes Nationalratsmandat zurückgewonnen und steht damit selber für den Erfolg der SVP Kanton Luzern. Bitte begrüßen Sie darum mit einem kräftigen Applaus den Nationalrat und unseren Präsidenten der SVP Kanton Luzern, Franz Grüter. Franz, bitte. Ja, lieber Altbundesrat und Vizepräsident von der SVP Christoph Blocher, geschätzter Präsident Albert Rösti, lieber Regierungsrat Paul Winiker, liebe Amts- und Würdenträger, sehr verehrte Gäste, liebe Mitglieder, Freunde, Sympathisanten von der SVP vom Kanton Luzern, auch ich begrüße Sie im Namen von der Kantonalpartei ganz herzlich zur 25-jährigen Jubiläumsfeier von unserer Partei. Stellvertretend für alle, die heute gekommen sind, möchte ich eine einzige Person begrüßen, ganz speziell begrüßen. Es ist das aus dem Entli-Buch, aus Schöpfen, der Theo Schmid, der Theodor Schmid. Er wird 100-jährig. Jawohl. Theo, herzlich willkommen.
Der Theo Schmid hat an der letzten Luga hat er noch getanzt. Und er wird im September 100 und er ist also an jeder wichtigen Feier von unserer Partei jetzt mit 100 immer noch dabei. Theo, herzlich willkommen, stellvertretend für alle, die heute gekommen sind. Ihr seht auch, mir ist nie zu alt zum Politisieren und von dort her ist das auch ein gutes Vorbild. Dann möchte auch ich kurz in den Leuten, die heute Morgen in aller Herrgottsfrühe über den ganzen Kanton, aber auch aus dem Kanton Schweiz mit den Traktoren, mit der Einachser hierher gekommen sind, herzlich danken. Und auch ich habe mich sehr gefreut, dass wir hier in dieser Stadt, ich glaube, das muss man sagen, in dieser linken Stadt, wieder einmal Präsenz markiert haben. Ich selber, ich habe das schon anfangs 90er Jahre gelernt. Ich war im Militär, im Luftschutzregiment 41, und der Chef von diesem Regiment hat gesagt, wir machen eine Fahnenabgabe in der Stadt Zürich, am Freitagnachmittag um 4 Uhr. Dann haben alle gesagt, der spinnt. Freitagnachmittag um 4 Uhr in dieser Stadt eine Fahne abgeben. Das geht doch gar nicht. Der Chef von diesem Regiment war Christoph Blocher. Und die Fahnenabgabe hat stattgefunden und die ganze Stadt hat gesehen, wie wir hier Präsenz markieren konnten. Und genau das Gleiche ist heute Morgen passiert. Wir müssen uns nicht verstecken. Und es ist gut, wenn wir auch wieder einmal durch die Stadt durchfahrt und zeigt, dass es eine SVP gibt. Und erst noch mit so schönen Fahrzeugen, die noch etwas schmecken, dann haben auch die Grünen wieder mal etwas zu schmecken. Also das hat mich riesig gefreut. Herzlichen Dank. Ja, liebe Parteifreunde, die SVP vom Kanton Luzern hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Und für alle, die denken und glauben, dass es heute speziell schwierig ist, zu politisieren, die muss ich enttäuschen. Schon von Anfang an weg sind die Leute, die die Partei gegründet haben, unter einem enormen Druck gestanden und sie mussten enorm viel einstecken. Die Gründung ist entstanden nach der Wirre vom 92, nach der EWR-Abstimmung, das ist bestens bekannt. Die damals hergestanden sind, hat man als Totengräber bezeichnet von der Schweiz. Man hat gesagt, die Schweiz werde sich abschotten. Man hat die Leute disqualifiziert und man hat sie angegriffen, belächelt und abgestempelt. Der Gegenwind damals war rau, war heftig und die Leute mussten sehr viel ertragen. Nur so nebenbei gesagt, wenn wir schauen, wo wir heute stehen, wenn wir all die Ranglisten anschaut, wo die Schweiz heute steht, dann muss man sagen, genau das Gegenteil ist eingetreten. Es war eine europapolitische Zäsur. Der einzige Unterschied war, dass die Leute noch offen gesagt, dass sie die EU wollen. Heute sagen sie es nicht mehr offen, heute tun sie es schleichend machen oder mit Gesetz versuchen, Schritt für Schritt zu bewirken, dass wir dazukommen. Die Gründer, die haben Rückgrat gezeigt, sie haben Mut gezeigt und stellvertretend für die Leute möchte ich hier nur kurz drei Beispiele sagen, wie das gegangen ist in dieser Zeit. Das erste Beispiel, das ist ein Dorfarzt von Wawu. Für die Nicht-Luzerner, das ist Wawil, ein kleines Dorf im Luzerner Hinterland. Dort hat der Dorfarzt, der spätere Kantonalpräsident Gerry Klein, eine Ortspartei gegründet, eine SVP-Ortspartei. Als er die Ortspartei gegründet hat, hat ihn der Gemeinderat angerufen und hat ihn aufgeboten und hat ihm gesagt, lass, du kommst hier den Dorffrieden stören. Hör auf mit dieser Partei, das hat keinen Platz hier drin. Und man hat ihm nachgelegt, er soll keine Ortspartei gründen. Selbstverständlich hat er sie gegründet und wir konnten vor kurzem mal dort das Jubiläum feiern und er ist hergestanden und hat gekämpft. Eine weitere Geschichte, die mir zu Ohren gekommen ist, ist von unserem Kantonsrat, Reto Kamenisch aus Kriens. Ihm seine Tochter ist in dieser Zeit hier in der Stadt Luzern an Kanti im Alpengeh gegangen. Eines Tages ist sie heimgekommen und hat gesagt, du, ich habe einen Auftrag gefasst. Ich muss einen Aufsatz schreiben,
warum man nicht SVP wählt. Der Reto Kamenisch hat natürlich eine Aussprache gemacht, ist zum Rektor gegangen. Der Rektor hat sich dann entschuldigen müssen. Aber ihr seht, wie das gegangen ist zu diesen Zeiten. Der Gegenwind war gewaltig und emotional, weil hier im Kanton Luzern aus der Geschichte heraus weit über 100 Jahre die Liberalen und die CVP, also die Schwarzen und die Roten, sich gegenseitig bekämpft haben. Die haben Machtmonopol gehabt, die haben alle wichtigen Jobs und alle wichtigen Posten besetzt. Und es ist effektiv mit dem Eintritt von der SVP vom Kanton Luzern ein Aufbruch gewesen, auch von den Machtstrukturen, wo natürlich die beiden Parteien angefangen haben, merken, dass ihre Machtstruktur davon bröckelt. Wenn man sich vorstellt, dass die sich 150 Jahre bis aufs Blut aber bekämpft haben, und wenn man heute sieht, wir haben morgen eine Abstimmung im Kanton Luzern über eine Steuererhöhung, wenn man heute sieht, dass die beiden zusammen Plakate machen, die Liberalen, wir sind für Steuererhöhungen, stimmen sie ja, dann sieht man, es gibt nur noch zwei Parteien, nämlich die SVP und alle anderen. Sie haben nämlich keine eigene Meinung mehr. Ja, liebe Gäste, prägend für diese Zeit, prägend für diese schwierige Zeit, ist auch eine Geschichte rund um das Gründungsmitglied Otto Beck, der heute auch da ist. Der Otto Beck, und das hat, das ist eine ganz interessante Geschichte, der Otto Beck ist ein direkter Nachfahre, dritte Generation von Josef Leu. Jetzt die, die Luzerner Geschichte ein bisschen kennen, die wissen, dass der Josef Leu der war, wo 1840 im Rössli, zu Rausmau, im ersten Stock oben, mit 300 Katholiken zusammen, die Rausweiler Erklärung geschrieben hat, 5. November. Aus dem ist dann die Rausweiler Verein geworden. Aus dem Rausweiler Verein ist die katholisch-konservative Partei geworden und aus dem die heutige CVP. Der Otto Beck, ein direkter Nachkommen, hat sich übrigens in der letzten Zeit öffentlich auch sehr viel geäussert. Heute 88, Otto, auch dir herzliche Gratulation an dieser Stelle, immer noch sehr aktiv. Der Otto Beck hat gesagt, so geht es nicht mehr weiter und hat zusammen mit anderen im 92 die SVP gegründet. Die Leute haben nicht mehr geredet mit ihm. Die Leute haben die Strassenseite gewechselt, wenn er das Dorf ist. Er ist geächtet worden. Wir haben ihn als einen Verräter angeschaut. Und wenn man schaut, wie damals der Josef Leu gekämpft hat, dann wäre heute in unserer Partei. Der Josef Leu wäre heute in unserer Partei, weil der hat damals auch Kampfwillen gezeigt. Er ist dann übrigens ermordet worden 1845 in Unterebersohl, das Nacht am Eis im Juli 1845, ein Schuss ins Herz. Und der Otto Beck hat übrigens immer noch das Nachthömmli, das berühmte, und hat das wohl als Alleige abgegeben im Rössli zu Rausmau. Die haben es nicht wollen von einem Verräter, darum ist es jetzt im Stadtarchiv Sursee untergebracht. Also ihr seht, da hat es Geschichten rum, da hat es Kämpfe rum, da hat es Leute rum, die hergestanden sind und die Mut gehabt haben und die Courage bewiesen haben. Ich danke an dieser Stelle all diesen Gründern, die damals diesen Mut gehabt haben. Für mich ist das die politische Aktivdienstgeneration und die Kraft, die die Leute gehabt haben. Und wenn man hier von dem redet, dann muss man natürlich in einer Person ganz klar sagen, das ist vermutlich die wichtigste Person gewesen, und das ist der Christoph Blocher. Ohne den Christoph Blocher wäre der Widerstand nicht entstanden, ohne ihn. Er war der Götti gewesen, auch hier bei der Gründung 1992. Die Luzerner Zeitung hat geschrieben, nun wird auch in Luzern geblochert. Und herzlichen Dank auch hier Christoph Blocher für den unermüdlichen Kampf, auch hier für die Mithilfe, dass das im Kanton Luzern zustande gekommen ist. Ja, liebe Gäste, liebe Parteifreunde, wir haben in diesen Jahren vieles erreicht.
Einiges auch nicht. Nur ein paar Beispiele. Wir haben es geschafft, die Regierungsräte von 7 auf 5 zu reduzieren. Das hat den Kanton nach 150 Jahren nachhaltig verändert. Gegen alle anderen haben wir die Grossfusion Luzern können verhindern. Peter Witt hat es erwähnt. Durch das hat das auch eine Auswirkung gehabt auf die Fusionitis in den Gemeinden auf dem Land. Und von dem her gesehen ist das auch ein Verdienst der SVP. Mit dem Referendum gegen Harmos haben wir erreicht, dass in der gesamten Zentralschweiz das Konkordat abgelehnt worden ist und bereits in der Röd versenkt worden ist. An dieser Stelle rufe ich gerne auch in Erinnerung, dass der Kanton Luzern das unsägliche Schengen-Dublin-Abkommen abgelehnt hat, obwohl der damalige Polizeikommandant in endlos vielen Auftritt in den Lokalmedien, in der Arena und so weiter, als Luzerner dauernd gesagt hat, wie wichtig das Abkommen ist. Die Luzerner haben Nein gesagt. Auch im Seppi Huber seine Idee mit dem Slogan, damit wir nicht Fremde werden im eigenen Land, hat dazu geführt, dass die Leute wieder mehr zu der Schweiz gestanden sind, zu der Identität der Schweiz gestanden sind. Heute dürfen wir wieder herstehen, heute dürfen wir wieder sagen, dass man stolz ist auf die Schweiz. Damals in den 90er Jahren hat es viele gegeben, die nicht mehr zu der Schweiz gestanden haben. Es hat ja deren gegeben, die gesagt haben, la Suisse n'existe pas und so weiter. Also heute ist da ein ganz klar, auch ein ganz grosser Gesinnungswechsel, der ist da entstanden. Heute dürfen wir wieder zu der Schweiz stehen. Auch das Referendum gegen die Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern, die die SVP lanciert hat, der Gary Klein übrigens über die Sommerferien, hat er mit der Strategiegruppe zusammen eine Unterschriftensammlungsaktion lanciert, alles in der Sommerpause gemacht. Und dann haben wir nachher die Erhöhungen dieser Motorfahrzeugsteuern beerdigen. Leider kommt sie jetzt wieder. Aber jetzt haben wir es doch viele Jahre können verhindern. Den Lohn sehen wir heute, nach 25 Jahren. Die SVP hat in den nationalen Wahlen die CVP überholt. Kantonal sind wir immer noch auf dem Rang 2, also zufrieden sein dürfen wir noch nicht. Und das bringt mich zum Schluss auch noch zu einem kurzen Ausblick und zu einem Aufruf. Liebe SVP-Mitglieder, unseren eigenen Erfolg darf uns nicht träge machen. Die grösste Gefahr, wenn man Erfolg hat, die grösste Gefahr für den Erfolg ist der Erfolg. Immer wenn man Erfolg hat, das ist menschlich, das passiert nicht nur in Parteien, das passiert auch in Unternehmungen so. Die grösste Gefahr ist, dass man sich zurücklehnt, dass man selbstzufrieden wird und mit dem Wort von Goethe, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Wir dürfen nicht selbstgefällig werden, wir müssen weiter unbequem bleiben, wir müssen weiter im Volk verpflichtet bleiben, das dürfen wir nicht vergessen. Meine Hoffnung ist, dass auch am heutigen Tag, heute feiern wir, und das ist auch richtig so, aber dass wir wieder das Herzblut, das Engagement, den Elan, den Courage, wo die Leute, wo die Gründer hatten, dass wir diesen Geist weitertragen, dass wir diesen Geist auch für die Zukunft weiter brauchen, einsetzen, egal ob das Abstimmungskämpfe sind, ob das Plakatieren ist, ob das Unterschriftensammelaktionen sind, ob das Aktionen sind auf der Strasse, auch Aktionen wie heute. Die braucht es, das ist wichtig. Wenn die Partei nicht mehr in der Lage ist, das zu machen, dann ist der Anfang vom Niedergang. Wir stehen durch das in der Verantwortung, in diesen Vorfahren das Erbe weiterzuführen und genau gleich weiterzukämpfen. Wir stehen auch jetzt als mittlerweile grösste Partei unter spezieller Beobachtung, sowohl auf nationaler Ebene als auch hier im Kanton Luzern. Und die Gefahren und die Herausforderungen, die sind enorm. Ihr habt gesehen, was passiert ist bei dieser Masseneinwanderungsinitiative, die schlicht nicht umgesetzt worden ist. Unsere Partei braucht es weiter. Der nächste grosse Kampf wird kommen im Juni, wenn wir darüber werden eine neue Initiative beschliessen bei der SVP Schweiz. Da werden wir wieder müssen in den Ring steigen. Der nächste Kampf kommt. Und für die weiteren kommenden Kämpfe
und für diese Herausforderungen wünsche ich uns allen den gleichen Pionier- und Gründergeist wie 1992. Ich bin überzeugt, dass wenn wir weiterhin die Leute, das Volk, das Wohl, das Land ins Zentrum stellen und nicht die persönliche Karriere oder irgendwelche monetär interessante Jobs, sondern wenn wir das ins Zentrum stellen, dann bin ich überzeugt, dann wird die SVP auch in Zukunft Erfolg haben, hier im Kanton Luzern, vielleicht auch bei den kantonalen Wahlen die CVP auch nochmal überrunden. Und für die grosse Aufgabe, die wir zu lösen haben, auch in der Zukunft, wünsche ich uns allen viel Kraft, viel Energie. Ich danke allen, die in den letzten 25 Jahren geholfen haben, die Partei zu dem machen, wo sie ist, herzlich für den Einsatz, für das Engagement, für den Elan. Und ich wünsche der Partei weiterhin alles Gute und danke denen, die geholfen haben, das Fest heute auf beiden Stellen herzlich. Ich wünsche uns allen ein schönes Geburtstagsfest. Danke. Franz. Super zu sein. Eine tolle Rede von einem tollen Präsidenten, zweifellos. Vielen Dank, Franz, für deine unermüdliche Arbeit für die SVP. Als nächstes darf ich eine weitere schweizweit bekannte Persönlichkeit hier auf die Bühne bitten. Aus dem Wilden Westen vom Kanton, aus dem Entlebuch und der Franz Stadelmann, wo euch allen dürfte bekannt sein und für seine Kompositionen schon viel Preise bekommen hat. Er wird begleitet von der Karin Ramseier, der Vizepräsidentin vom Nordwestschweizer Jodlerverband aus dem Kanton Basel-Land. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Unterhaltung. Bitte, Bühne. Mir hat einmal die Mütti gesagt, schönst, was gibt.
Drum heißt es gang, komm doch es
Oh, wie schön. Sag's schön. Sag's schön. Das Geschenkchen. Wie hoch ist das? C-Dur. C-Dur. Ich möchte dir ein Geschenkli machen, doch was dürfte ich da sausen? Es gibt heute so viele Sachen, wo ich weiss, das freut dich. Wo ich weiss, das freut dich. Jetzt habe ich auch gleich noch vom Franz Stadium ein paar Liedchen gesungen. Am Anfang, bei der Gründung der SVB, haben wir sogar Leute schriftlich zugestellt. Stadium, Franz, wenn du bei der SVB da mitmachst, werden dann deine Kompositionen nicht mehr gesungen. Und gleich hört man sie gerne. Dankeschön. Vielen Dank, merci, Franz. Ja, super gewesen, danke. Ja, merci, danke. So, das waren ganz neue Klänge hier im KK Luzern. Vielen Dank an Franz Stadelmann und Karin Ramseyer für die urchige Unterhaltung hier bei uns am Jubiläumsanlass. Die nächste wichtige Persönlichkeit von der SVP, die ich hier auf die Bühne bitte, ist unser Regierungsrat, der Paul Winiker. Seit der Gründung von der SVP Stadt und Kanton Luzern ist er an vorderster Front mit dabei. Sei es als Gemeinderat in Kriens, als Kantonsrat oder jetzt sogar als Regierungsrat vom Kanton Luzern. Mit seiner offenen und konstruktiven Art ist er ein Aushängeschild von der SVP und auch weit über Parteigrenzen aus akzeptiert. Geschätzter Paul, darf ich dich unter einem grossen Applaus hier auf die Bühne bitten?
Das ist das Mikrofon. He? Ja, geschätzte Weggefährten von 25 Jahren oder nicht ganz 25 Jahren, liebe SVP-Familie, geschätzte Gäste, nein, ich bin nicht eine besonders wichtige Person. Ihr alle, die hier drin sind, wo ich zwar fast nur konturenhaft erkennen kann, ihr oder wir alle sind wichtig und nicht einzelne Personen. Aber es lohnt sich tatsächlich ein bisschen, halt, wenn wir feiern, zurückzuschauen, ja, wie war denn das vor 25 Jahren? Also die politische Welt, weder im Kanton Luzern noch in der Schweiz, war schon lange nicht mehr in Ordnung gewesen. In der damaligen politischen Konstellation hat sich so eine, dem sagt man heute, Mainstream ergeben. Die Konservativen wollten nicht mehr konservativ bleiben und die Freiheitlichen wollten nicht mehr liberal sein. Und alle wollten ein bisschen sozial oder ein bisschen sozialistisch sein und haben sich mehr und mehr bewegt, so Mitte links, wie es eben gerade gut getönt hat. Und die damals tonangebenden bürgerlichen Parteien haben sich auch nicht mehr als verlässliche Parteien gezeigt, die eben eingestanden sind für die Werte, die für uns wichtig sind und unser Land auch stark gemacht haben. Wie der Föderalismus, die direkte Demokratie, die Eigenständigkeit, Neutralität, die Eigenverantwortung und die freie Wirtschaft. Wegen dem hat sich die SVP Luzern wie die SVP Schweiz konsequent eingesetzt. Verteidigung, dass wir das Recht können selber festlegen können. Unser Recht. Und selber, wie man so schön sagt, die Stallordnung zu machen. Und zum Beispiel auch bestimmen, wer in das Land darf zuwandern. Um nur ein Beispiel zu nennen. Und auch, wir sind gegen die ausufernde Tendenz gewesen, dass der Staat alles machen soll und sich überall einmischen, die zunehmende Bürokratie und eben der Etatismus, der ausgeufert ist. Wir sind für die Eigenverantwortung eingetreten und eben gegen die Aufbleibung vom Staat. Wir dürfen ja nie vergessen, dass die Schweiz seit der Gründung der modernen Eidgenossenschaft erfolgreich war, weil sie nicht wie die Grossen gespielt hat, sondern sie haben als Kleine eine Nische besetzt. Und eine Nische ist ein Platz für die Kleinen. Und das ist gescheit, wenn man das so sieht und so macht. Und das heisst eben nicht alles gleich machen wie die anderen, vor allem nicht wie die Grossen. Mit dem liberalen Wirtschaftsmodell, seit der Gründung von unserem Bundesstaat 1848, ist unserem Land ein unvergleichlicher Erfolg gelungen. Wir dürfen nicht vergessen, 1848, bei der Gründung des Bundesstaats, war die Schweiz ein mausarmes Land. Wir hatten natürliche Ressourcen, Wasser, Luft, Stein und harte Gründe. Aber die waren durchaus gescheit. Als Kleinstaat brauchen wir eben andere Spielregeln als die Grossen. Mein Grossvater hat schon gesagt, wir können nicht mit den gleichen Regeln wie die Latiner leben oder mit denen der Preußen. Wir haben immer müssen unsere eigenen Regeln leben, unsere eigenen Regeln bestimmen und uns dann aber auch daran halten, was nicht überall selbstverständlich ist. Und auf unsere Unabhängigkeit pochen, für die, die unsere Vorfahren sogar gekämpft haben. Heute ist eine grosse Zahl von Politikern leider zu schnell bereit, sich in dem Harmonisierungszwang, vor allem in der EU, zu unterwerfen und die Spielregeln der Grossen ohne Not zu übernehmen. Ich habe beileibe nichts gegen Harmonisierungen von technischen Normen. Im Gegenteil, das ist sogar liberal und fördert den Wohlstand. Aber in den politischen und sozialen Rechten müssen wir sagen behalten. Wir müssen im Gegenteil sogar in Wirtschafts-, Finanz- und in der Steuerpolitik weiterhin unsere Nische, unsere erfolgreiche Nische verteidigen, indem wir es eben ein bisschen anders machen als das Hochsteuerkartell um uns herum. All diese Gedanken haben uns dazu geführt, vor 25 Jahren in diesem Kanton die SVP Luzern zu gründen. Und der Nukleus von dieser Gründung war natürlich das fulminante Referat vom damaligen Nationalrat Christoph Blocher gegen den EWR-Vertrag. Und meine Damen und Herren, hat sich Schweizer Volk damals dem fatalen Vertrag Stromlinienform einfach duckt, hat wir als SVP
nicht widerrät, traut, wären wir heute wahrscheinlich Mitglied von der EU. Oder eben besser, Zahlstelle oder Befehlsempfänger von Brüssel. Haben wir das damals gewollt? Nein, wenn wir das heute, da ist die Frage bei uns innen sicher klar, aber wir müssen die anderen auch überzeugen. Ich verrate kein Geheimnis und Franz Grüter hat es vorher gesagt, dass der Aufbau steinig war. Aber wir waren ein tolles Team. Ich habe Rüdig Freud, sind viele vom damaligen Team hier innen dabei. Und wir haben schnell geschafft und wirkungsvoll. Aber eine Partei lebt natürlich von der Öffentlichkeit. Und damals hat es keine Webseiten gegeben, kein Facebook, kein Twitter. Vielleicht gut. Aber es hat 3 Tageszeitungen gehabt. Ein CVP-Blatt, ein liberales Blatt und noch ein Mitte-Links-Blatt. Und die haben auch nicht gewartet auf uns. Und im Gegenteil, uns eigentlich eher mit Häme eingedeckt in ihren Kommentaren. Aber die Zeit war reif für eine neue bürgerliche Partei mit einem Profil. Und das hat sich dann auch an den ersten Wahlerfolg gezeigt. Bereits 4 Jahre nach der Parteigründung, 1995, ist eine starke SVP-Mannschaft in den damaligen Grossen Rat eingezogen. Und im Herbst, auch im 95, sind wir das erste Mal an den Nationalratswahlen antreten. Und der Seppi Kunz, der heute das Defilé angeführt hat auf seinem Traktor, ist als erster Nationalrat gewählt worden. Und am Abend, am 7. hatten wir noch einen zweiten Nationalrat gehabt, nämlich den leider inzwischen verstorbenen Unternehmer Leo Fischer. Er ist dann aber in der Stadt Luzern mit diesen Stimmen ist dann der Sitz noch verloren gegangen. Aber es war ein fulminanter Start gewesen. Ich tue auch nicht verhehlen, dass ich damals im 95 ein Lückenbüßer war. Ich bin, glaube ich, im 9. oder im 10. Rang auf dieser Liste gelandet. Aber ich habe mich zur Verfügung gestellt als Last-Minute-Nomination. Die, die dabei waren, können sich noch erinnern an die legendäre Nomination. Ich war im WK und wir mussten noch die Liste füllen. Ja, man muss eben auch einmal in die Hose steigen, wenn man will, der Partei helfen, ein Ziel zu erreichen. Und wir haben dort mindestens einen Sitz erobert. Also wie erwähnt, der Aufbau von der SVP in Stadt und Land hat ein grosses Durchhaltevermögen gebraucht. Und das ist nur mit einem eisernen Willen und auch mit ziemlich viel Rückgrat von den damaligen Mitkämpfer möglich gewesen. Ich möchte noch eine kurze Reminiszenz erwähnen. Das ist auch schon lange her, aber ich habe mal dürfen mit einem Grüppli Luzerner ins Staatsarchiv gehen. Dort sind ja die alten Akten, vor allem das, was nicht mehr existiert, ist dort. Und in einer Ecke war so ein Stapel mit Akten vom Landesring der Unabhängigen. Und da hat ein Richter gesagt, vom Obergericht zu mir, Päuli, passen mal auf, dass da nicht eure Partei, die ihr jetzt gegründet habt, baut dort in dem Stapel von den verblichenen Parteien landet. Er hat sich getäuscht. Ich habe dann für mich gedacht, passe ich dir nochmal auf, dass ihr nicht zu klein landet in dem Archiv von den verblichenen Partien. Jetzt aber habe ich das Vergnügen, ein paar von meinen Weggefährten von damals auf die Bühne rauf zu bitten und die auch noch kurz zu ehren. Darf ich den Otti Beck Sursi bitten, um mehr auf die Bühne raufzukommen. Der Otti Beck, er kommt. Der Otti Beck, der Franz Grüter hat es vorher erzählt, er ist natürlich ein sehr traditioneller Luzerner, Zursi, Landwirt. Und er hat, wie es der Franz gesagt hat, gerade in seinem Familienumfeld und so, ein bisschen böse unterdürren. Aber er ist aufrecht, wie ihr seht. Und er ist heute auch mit dem Traktor mit uns da rausgefahren. Otti, willkommen. Hallo. Komm schon mal da rein. Dann möchte ich gerne unseren ersten Nationalrat, den Seppi Kunz, der auch Präsident war von unserer Partei, aufbeten. Er war ebenfalls im Traktor drin. Er hat, glaube ich, den 2. Traktor angeführt, einen wunderschönen Traktor, und ist von Grosswangen hier hingefahren und hat keinen Kalt gehabt, als er hier angekommen ist. Und ich glaube, jetzt hat er sich aufgewärmt. Herzlich willkommen, Seppi Kunz.
Dann ein alter Kämpfer, der wirklich fast alles gemacht hat. Er hat zu der ersten Garnitur gezählt, die in den Grossrat eingezogen ist. Unser Moritz Bachmann. Der Moritz Bachmann, Bauer vom Gänsebach. Unermüdlich. Überall präsent. Und wahrscheinlich einer, der sehr, sehr lang von dieser ersten Fraktion im Kantonsrat inne war. Dann auch ein unermüdlicher Kämpfer, äußerst liebenswürdiger, immer bereit gewesen, uns zu unterstützen. Begrüßt unseren Walti Häcki hier im KKL. Walti Häcki, darf ich dich bitten? Hilfst du ihm, Moritz? Dann blicken wir auch ein bisschen zurück. Wir sind ja hier in der Stadt Luzern und wir müssen als SVP in dieser Stadt Luzern noch stärker präsent sein. Ganz am Anfang dabei war der Christoph Portmann. Darf ich den Christoph Portmann? Er war damals ein blutjunger, moderner Typ aus der Finanzindustrie. Das traut mir heute gar nicht mehr laut zu sagen, aber bei ihm schon. Der Christoph Portmann war auch einer der Ersten. Er war wahrscheinlich einer der Ersten von uns, der im Grossstadtrat innen war. Und ebenfalls wie er, einer, der sehr lange dabei war, vielleicht sogar einer der längsten Mandatsträger in der Stadt Luzern, der Messi Link. Marcel, darf ich dich auch bitten, hier raufzukommen? Und ich hoffe, dass er noch da ist, möchte ich bitten, den Gründungssekretär, den Arthur Nick, der mittlerweile im Zuckerland lebt, darf ich ihn auch noch bitten, hierher zu kommen, weil es hat eine ganz spezielle Bewandtnis, der Anlass hier von heute. Lieber Arthur, ja, schön, bist du noch da. Ja, und wir haben natürlich nicht lange Zeit, jetzt miteinander über alle alten Geschichten hier durchzugehen, aber ich darf, und dann hat mir die Regie Zeit gegeben oder die Erlaubnis gegeben, dass ich jedem darf eine Frage stellen darf. Und ich fange an mit dem Otti Beck, komm ein bisschen hier vorne. Otti, also das war dir ja eine Herzensangelegenheit gewesen, heute hier mit uns dabei zu sein. Und du hast ja einiges durchgemacht, aber du bist noch standfest, hast Freude an uns, am Leben. Und wie fühlst du dich jetzt heute hier? Ich fühle mich sehr glücklich. Und ich fühle mich auch geehrt, als ich hier da heute dabei sein und auch Freude, als die Partei so geraten ist. Ich bin ja Bauer und man, wie einer, der Weizen sagt, tut zuerst ackern und dann sagt er und dann wächst der Weizen und nachher wird der Weizen geerntet. Und all die, die hier mitgemacht haben, sind mitschuldig, als der Weizenernte geraten ist. Dank dem ist die Partei heute so stark. Danke bestens, Otti Beck. Sehr schön. Denn alle wissen, der Seppi Kunz war unser erster Nationalrat. Er hat es auch noch so Filmgeschichtli, Mais im Bundeshaus, hat er es geschafft. Du bist unser erster Nationalrat gewesen. Wie war eigentlich der Start für dich gewesen? Ja, das sind natürlich zwei Sachen. Im Kanton Luzern war ich natürlich sehr gut verankert in der Bevölkerung. Ist mir natürlich nichts geschenkt worden von den Organisationen, dass da plötzlich einer von der SVP da sich bemerkbar macht, natürlich auch einwirkt, dass nicht mehr alles so schön rundgelaufen ist wie vorhin als Sender. In Bern war das natürlich einfacher. Da bin ich natürlich von allen Fraktionskollegen sehr willkommen geheissen worden. Luzerner war das natürlich eher ein bisschen zurückhaltend gewesen, aber mit der Zeit hat sich das sehr, sehr gut eingebürgert. Und ich glaube, ich kann auf eine zufriedene vier Legislaturen zurückschauen. Und ich danke ja der Luzerner Bevölkerung für die riesige Unterstützung. Und ich wünsche der Partei weitere alles Gute, dass wir uns abheben, die auch noch was Amt haben, dass wir sich abheben und nicht anfangen, im gleichen Gleis laufen wie die anderen. Danke. Das nehmen wir zur Kenntnis. Seppi Kunz, danke vielmals auch für dir.
Dann gehe ich zum Walter Häcki. Der Walter Häcki war Wahlkampfleiter vor vielen Jahren und hat mich geholt als... Zweimal. Also, Walti, du hast ja fast alles gemacht, was man im Kanton Luzern macht. Er war auch in der ersten Garde vom Grossrat mit dabei gewesen. Was fühlst du heute als einer der wirklichen Fahnenträger von unserer Partei? Was fühlst du heute, lieber Walti? Also einerseits müssen wir sicher aufpassen, dass wir keine Fehler machen, da im Fahrwasser kommen wie die anderen. Ja. Aber ich muss gleich noch sagen, wieso ich dazu gekommen bin. Nämlich, ich hatte eine Praxis, da gastroenterologisch, und habe James Bühler Patienten geschickt. Oder? Und dann hat er mir angerufen und dann haben wir Politik geredet. Er gesagt, ich habe den letzten Herbst bei Nationalrat keine Partei können wählen, die es gibt hier in Luzern. Und dann hat er gesagt, wir könnten den SVP, dann mache ich mit. Und seitdem bin ich dabei. Sehr schön. Walter Häcki. Der liebe James Bühler, den er erwähnt hat, auch ein Gründungsmitglied, leider verstorben. Wir gedenken ihm und natürlich all denen, die nicht mehr bei uns sind, sind sehr viele, die uns leider schon verloren haben, gedenken wir natürlich heute auch. Und ich denke auch, im Kurierinnen haben wir denen unsere Referenz erwiesen. Ich möchte hier im Rolli Staub ganz herzlich danken, Rolli, für den Kurier. Wunderschön, wie du das gemacht hast. Und das war sehr würdig gewesen. Und das gehört sich. Und in dem Sinn tun wir hier unsere alten Kameraden, die nicht mehr dabei sind, auch ganz herzlich einbeziehen in die heutige Feier. Jetzt komme ich zum Moritz. Der Moritz Bachmann ist auch einer der ersten Garden mit Ihnen zusammen. Ist sehr lange im Kantonsrat, Grossrat gewesen. Und du bist natürlich ein beherzter Wahlkämpfer. Jetzt geht ja dann in 2 Jahren schon wieder los. Was müssen wir jetzt machen, Moritz? Also gleich anfangen. Das heisst, nach der Wahl am Montag sollte man eigentlich schon wieder Kandidaten suchen. Nein, wir sind jetzt gut aufgelöst. Luzernland. Im Sommer werden wir den Wahlkampfleiter wählen. Und der geht schon wieder voran für 2019. Also, Leute suchen, gute Ortsparteien aufstellen und Leute, die arbeiten für die SVP und eben sich nicht selber abheben, dann kommt es gut. Danke vielmals, Moritz. Dann komme ich hier zu den beiden Luzerner, also Stadt-Luzerner, Christoph Portmann. Ich habe ihn schon länger nicht mehr so in unserem Kreis gesehen, aber das ist eben wichtig, dass man ihn wieder einmal einmal sieht. Lieber Christoph, du bist von Anfang an dabei gewesen. Du bist, glaube ich, einer der Ersten in diesem Stadtrat drin gewesen. Haben die auf euch gewartet im grossen Stadtrat, wo ihr eingezogen seid? Nicht wirklich. 1996 war das, wo wir zur vierten Höhe eingelaufen sind. Der Messi Link war damals auch dabei gewesen. Und die Anekdote, die du gesagt hast vom Landesring, hat der damalige CVP-Stadtpräsident mir auch gesagt. Es wird eine kurze Episode geben, wie mit dem Landesring. Und ihr habt keine Überlebenschance hier in dieser Stadt Luzern. Und was rausgekommen ist, das wisst ihr alle. Ich muss auch lachen, zu dieser Zeit haben wir gedacht, viel schlimmer könnte es nicht werden. Dazu mal haben wir einen parteilosen Stadtpräsident gehabt, 2 Mitglieder von der CVP in diesem Stadtrat. Wenn ich heute schaue, leider ist es noch schlimmer geworden von der Zusammensetzung. Und deshalb umso wichtiger, dass inskünftig auch die SVP mal in diesem Stadtrat vertreten sein darf. Danke vielmals, Christoph Portmann. Er war übrigens auch noch im Kantonsrat. Auch noch gewesen. Jawohl. Dann der Messi. Ich glaube, der Messi war auch einer von unseren wenigen Ratspräsidenten vom grossen Stadtrat. Marcel, du bist auch wahrscheinlich einer der längsten Mandatsträger. Was war eigentlich so das Highlight für dich in dieser Kommunale? Du hast dich sehr stark in dieser Stadt engagiert und bist immer präsent gewesen. Was war so das Highlight für dich gewesen? Ja, die grössten Highlights sind natürlich, wenn man im grossen Stadtrat reinkommt. Man weiss, man hat eigentlich keine grosse Chance. Man weiss, dass man die Abstimmung verliert. Es kommt auch so raus, die Abstimmung tut man verlieren. Wieso tut man sie verlieren? Weil die CVP nicht mitmacht, wenn eine FDP mitmacht. Und nachher, wenn man dann in der Wanderhalle mit Gemüssen von diesen Parteien redet,
dann hört man so, ja, eigentlich könnt ihr das schon recht geben, wir hätten nicht dürfen, wir hätten nicht können so stimmen. Es ist vielleicht falsch zu sagen, wenn das jetzt ein Highlight ist, ist vielleicht nicht ganz die richtige Antwort auf die Frage. Die Frage ist auch spontan jetzt von dir so. Aber das ist das, was einem vielleicht vor allem noch in Erinnerung bleibt, oder? Wie eben Politik wirklich ist, indem man nicht immer traut, das zu sagen, was man auch wirklich denkt, sondern halt eben in den Parteien, vor allem in den Mitteparteien, gefangen ist. Und das ist der grosse Unterschied zur SVP. Wir trauen dann nicht stehen, wir trauen die Meinung zu sagen, wir müssen auf niemanden Rücksicht nehmen. Wir können unseren Weg politisieren, wie wir wollen, wie wir müssen, und das tun wir auch. Marcel Link, danke vielmals für deine langjährige Unterstützung. Denn jetzt gehen wir 25 Jahre zurück. Ich verhehle nicht, ich wäre wahrscheinlich damals nicht in die SVP gekommen, wenn nicht Arthur Nick gesagt hätte, komm, mach du da mit. Er war der Gründungssekretär und hat mich eigentlich hier reingeholt. Wir sind Schulkameraden, wir sind zusammen in die Schule gegangen, wir sind zusammen in der Offizierschule gewesen. Und er hat dann eigentlich in der blutjungen Partei den Auftrag erteilt, jetzt müssen wir den Anlass hier innen, das heisst im alten Kunsthaus, nicht hier im KKL, im Kunsthaus vor 25 Jahren organisieren. Und dort geht es um den EWR-Vertrag. Was war eigentlich die Herausforderung vor 25 Jahren, wo du wirklich, du bist der OKP von dem Anlass vor 25 Jahren? Was war die Herausforderung? Ja, die Herausforderung war sehr gross gewesen, aber ich darf sagen, wir hatten natürlich einen hervorragenden Redner gehabt, unser Altbundesrat Dr. Blocher. Und es war für uns ein grosser Glücksfall gewesen, dass der Altbundesrat Blocher und eben auch seine SVP Zürich uns sehr stark unterstützt hat. In Luzern war es dort relativ schwierig gewesen. Man hat es gesehen, man verlangt immer wieder Respekt von den anderen Parteien. Gegenüber uns ist man weniger respektvoll umgegangen. Und ich glaube, es ist für die SVP auch wichtig, dass wir eine positive Ausstrahlung haben. Und das haben wir 1992 ganz bestimmt an den Tag gelegt. Eine positive Ausstrahlung und auch Respekt gegenüber den anderen Parteien. Danke vielmals, Arthur Nick. Und ich darf jetzt unsere unterstützende Dame bitten, die Präsidentin, die Ilona, Vizepräsidentin von der Stadtpartei, und die Lisa Zanolla, Vizepräsidentin von der kantonalen Partei, ein kleines Geschenk mitgeben. Ihr wisst, jetzt weiss ich, warum dass ihr mit dem Traktor gekommen seid, dass ihr das heimtransportieren könnt. Darf ich euch bitten, das Geschenk zu übergeben? Und ich schaue wirklich noch einmal in die Runde schauen, und es gäbe wirklich für jede Ortspartei ein Geschichtchen zu erzählen, über jede Amtspartei, auch beispielsweise, wie wir das Kriens oben gegründet haben. Ich kann mich noch erinnern, eine Gründungsfeier im Scala, das ist mittlerweile zu Boden, das ist abgerissen worden mit dem Walti Frey. Das sind alles legendäre Anlässe gewesen. Und ich würde wirklich am liebsten die ganze Meute auf die Bühne holen, und sagen, ihr alle habt einen Beitrag gemacht. Aber ich glaube, wichtig war das Signal von allen hier oben. Wir dürfen uns nicht selbst beweihräuchern, sondern es geht weiterhin, unsere Positionen standhaft zu vertreten. Und ich finde das gut. Das können wir heute mit einer positiven Ausstrahlung, mit einer positiven Gesinnung. Wir sind nicht gegen etwas anderes, sondern wir sind für die bewährten Werte, die unser Land stark gemacht hat. Danke vielmals. Und jetzt gebe ich wieder das Mikrofon zurück im OKP. Peter Witt, du kannst wieder warten, dass es weitergeht, und wir dann abmarschieren. So, vielen Dank. Merci, Paul. Super, merci. Danke. Danke. Marcel. Danke. Vielen Dank auch dir, Paul, für dein grosses Engagement für die SVP. Hättet ihr alle euch damals nicht so unermüdlich für die SVP eingesetzt, wir wären heute alle gar nicht hier im KKL, und das wäre ja jetzt wirklich schade. Als nächstes möchte ich Ihnen ein kurzes Video zeigen.
Es zeigt einen relativ jungen Nationalrat mit zugegebenermassen vielleicht ein bisschen einer grossen Brille, wo ein paar Statements wird abgeben zu der Anbindung von der Schweiz an die EU. Ich möchte nicht viel verraten, aber vielleicht erkennt nicht ein oder andere von Ihnen. Bitte, Film ab. Liebe Luzernerinnen und Luzerner, am 6. Dezember stimmen Sie ab über den EWR-Vertrag. Ein Vertrag, der in den Konsequenzen die weitestgehenden sind, die unser Land je mit dem Ausland abgeschlossen hat. Worum geht es? Es geht darum, ob unser Land einen Vertrag unterschreiben soll, der unser Land verpflichtet, ungefähr 80%, die Zahl stammt vom Bundesrat, ungefähr 80% vom heutigen EG-Recht zu übernehmen und unserem Recht voranzustellen. Wir hätten an dem Recht, das wir übernehmen müssen, an den Gesetzen, die wir übernehmen müssen, und Gesetze sind immer Regelungen, die das Zusammenleben der Menschen bestimmt, könnten wir in keiner Art und Weise mitstimmen. Wir würden zwar angehört, bevor die EG so ein Gesetz macht. Wir dürften sagen, was wir denken voran. Aber mitbestimmen können wir nicht. Bestimmen tut allein die EG. Und wenn wir das Recht übernommen haben, in unser Land, dann können wir es nicht mehr ändern, wie das Volk, noch das Parlament, noch der Bundesrat, sondern allein die EG. Denn EWR-Recht bricht Schweizer Recht. Der Vertrag schränkt unsere Volksrechte ein. Warum? Sie haben vielleicht können sehen, dass bereits jetzt im ersten Stoss ein sogenanntes Eurolex-Gesetz eingeführt werden müssen. Das sind über 60 Gesetze, die wir ändern müssen. 11 müssen neu eingeführt werden. Und dass der Bundesrat, das Parlament gesagt hat, für diese Gesetze tun wir das Referendum ausschalten. Wenn das EWR-Vertrag angenommen ist, dann sind die auch angenommen. Dann hat mit Recht gesagt, es hat gar keinen Wert, ein Referendum zu machen. Denn wenn ein Referendum zustande kommt und das Volk beim Gesetz Nein sagt, wird es ja trotzdem gelten. Denn EWR-Recht bricht Schweizer Recht und geht unserem Recht voran. Die Schweiz war immer ein Teil von Europa. Die Schweiz gehört heute zu Europa und gehört auch in Zukunft zu Europa. Wir müssen nicht in den Zug einsteigen nach Europa, wenn wir schon dort sind. Ich bin noch nie in einen Zug eingestiegen, der schon vom Bahnhof gestanden ist, wo ich auch hin wollte. Meine Damen und Herren, darum schreibt der Bundesrat in seinem Bericht 27. Mai von diesem Jahr, schreibt er, der EWR-Vertrag ist eine Übergangslösung bis zum Beitritt in die EG. Das Schweizer Volk muss wissen, der EWR-Vertrag ist die erste Stufe für den Beitritt zur EG. Und darum hat der Bundesrat auch unverzüglich das Gesuch abgeschickt für den Beitritt in die EG. Jetzt ist Ihnen das ein bisschen unangenehm, weil das Volk das gemerkt hat. Jetzt sagt man plötzlich, ja, das ist dann wieder ganz etwas anderes, die EG. Ja, wir sind nur für die EWR, aber nicht für die EG. Der Bundesrat Dugi hat gesagt, der EWR-Vertrag sei das Trainingslager für die EG. Ja, meine Damen und Herren, ich weiss nicht, ja, das ist ein Sportler. Meine Damen und Herren, ich weiss nicht, ob einer schon jemals trainiert hat für ein Match, der gar nie stattfinden soll. Die EG will die nationale Politik, die Politik der einzelnen Länder, möglichst ausschalten. Das Ziel der EG ist heute auch klar. Es geht in einen Bundesstaat von diesen EG-Ländern mit einer eigenen Währung. Die Landeswährungen werden abgeschafft. Die Schweiz wird das heißen, die Schweizer Franken verschwinden. Mit einer eigenen Rechtsordnung, mit einer eigenen Außenpolitik, mit einer eigenen Sicherheitspolitik, mit einer eigenen Armee, mit einer eigenen Polizei. Das ist das Ziel der EG auf das Ende dieses Jahrhunderts. Und da muss man sich fragen, wenn wir das, meine Damen und Herren. Geschätzte Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass Sie ihn alle erkannt haben. Die Aufnahme stammt vom ersten Anlass, wo die neu gegründete SVP Luzern im Jahr
1992 im Gersag in Emmen durchgeführt hat. Der damalige Nationalrat Christoph Blocher hat aufgezeigt, warum ein Beitritt zum EWR für die Demokratie in der Schweiz verheerende Folgen gehabt hätte. Für ihn war damals schon klar, dass sich die Schweiz in der Unabhängigkeit viel besser entwickeln kann. Heute, 25 Jahre später, kann man sagen, dass er entgegen von allen Prognosen damals recht hat. Das ist auch der Grund, warum wir heute den Bogen nach 25 Jahren schliessen wollten und ihn wieder eingeladen haben, zu diesem Thema zu referieren. Ist es damals der EWR gewesen, das Trainingslager der EU? Wir haben es gehört, so geht es heute um die institutionelle Anbindung der Schweiz an die EU. Ob das der richtige Weg ist oder nicht, werden Sie im folgenden Referat hören. Ich bitte Sie um einen kräftigen Applaus für unseren Altbundesrat und Vizepräsident der SVP Schweiz, der Herr Christoph Blocher. Bitte, Christoph. Ja, liebe Frauen und Männer, ich habe den Film gesehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich mal so gescheite Sachen gesagt habe. Ich bin gern zu Ihnen gekommen, weil einmal im Jahr oder ein paar Mal im Leben kann man ja auch mal ein Fest machen und ein bisschen feiern und ein bisschen zurückschauen. Ich mag mich noch gut erinnern an die Gründungsfeier damals in Emmen, in dem Gersag-Saal. Und ich weiss noch, als ich heimgekommen bin und zu der Frau gesagt habe, weisst du, hier in der Innerschweiz hat es halt schon noch Bäume gesichert. Vor genau 25 Jahren hat Luzerner neueste Nachrichten die weltbewegende Nachricht verkündet: SVP Luzern sang mit Götti Blocher die Nationalhymne. Also Sie sehen, das war scheinbar etwas Besonderes gewesen. Und die Partei, die miteinander Nationalhymne gesungen hat, war scheinbar da schon etwas Gefährliches gewesen. Als Götti, ich habe eigentlich Götti-Pflichten immer ernst genommen. Nicht nur gegenüber Parteien, sondern auch gegenüber Kindern. Und als Götti ist es wichtig, dass bei der Taufe dabei bist und dort als Zeuge. Also ich bin aus dem Kanton Zürich und bin Protestant und dort mit mir an den Taufstein stehen und das bezeugen. Und mein Vater, der ja Pfarrer war, hat gesagt, weißt du, das spielt keine Rolle, was der Götti für einen ist. Er muss es einfach bezeugen, dass man weiss, was passiert. Und da kann ich euch sagen, ich bezeuge also, dass die SVP vom Kanton Luzern gegründet worden ist. Und dass es aus dem Täufling etwas Rechts gegeben hat. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und dann sagt man noch bei uns, wenn du der Götti bist, musst du an sich nichts machen, aber musst schauen, wenn die Eltern nicht mehr in der Lage sind, für das Kind recht zu schauen, oder der Täufling neben dir rauskommt, dann bist du gefragt und dann musst du eingreifen. Aber ich darf auch sagen, bei dem Täufling SVP Luzern musste ich eigentlich nie eingreifen. Nun, was ist aus dieser Partei geworden? Eine schlagkräftige Truppe und eine schlagkräftige Partei, die den Mut gehabt hat, einzustehen für die grundlegenden Werte von unserem Land. Man schämt sich fast ein bisschen, das zu sagen. Letztes Jahr habe ich einen Artikel gelesen, wo da die Partei ein bisschen gegründet hat, die über die Partei geschrieben hat und hat gesagt, ein Blocher sein Verdienst sei es nämlich gewesen, Ende 80er Jahre, dass alle zusammen weitergelaufen seien und er allein stehen geblieben sei. Ich finde ihn nicht einmal so schlecht, wenn alle in die falsche Richtung säckeln, ist ja gescheit, wenn du stehen bleibst. Und ich weiss es heute noch nicht, warum hier in den 80er Jahren die Parteien, wenn ich denke, die Geschichte von der
freisinnig Liberale. Wir SVPler im Kanton Zürich, wir sind alles Freisinnige gsi da. 1848, als man den Bundesstaat gegründet hat. Wir haben uns vor 100 Jahren getrennt und eine eigene Partei gemacht, eine Bauernpartei, Bau- und Gewerbe- und Bürgerpartei. Weil da schon 1917, im Ersten Weltkrieg, bei der russischen Revolution, Haufen Leute gefunden haben, die sind Internationalisten geworden. Und die lassen das Treiben zu, dass sich die Schweiz auflöst. Es hat also schon mit dem im Kanton Zürich, das war die erste SVP-Partei, angefangen. Und da sind wir gegründet worden. Aber wir hatten immer eine gute Zusammenarbeit mit diesen Parteien. Auch mit der katholisch-konservativen Partei. Auch noch in den 80er Jahren. Wo es um die EU-Frage gegangen ist, um die EG-Frage, da hat sie noch EG geheissen, EWR, hat es freisinnige Recken gehabt. Denke an Otto Fischer, der damalige Direktor vom Gewerbeverband. Ich denke an die senkrechten CVPler, ich erinnere mich an Otto Isering, an Fiegewinter, Nöhler und so weiter. Die sind auch der Carlo Schmid, damals noch auf unserer Seite war. Carlo Schmid, tragisch, musste das Präsidium der CVP nachher übernehmen. Er musste plötzlich für den Keib sein. Er hat vom Landsgemeindeblatt in Appenzell Carlo Schmid eine Rede gehalten. Und er hat gesagt, da war er noch Bataillonskommandant, «Hört da, ihr geht mir nie!» Das macht ein aufrechter Schweizer nicht. Nachher haben sie zum CVP-Präsidenten gemacht. Und dann hat er gewechselt und hat gesagt, wir müssen beitreten. Was läuft da ihnen ab, habe ich immer gefragt. Ich erinnere mich an die grosse Veranstaltung in Appenzell. Da haben sie mich eingeladen als junger Nationalrat. Und dann der Carlo Schmid als der grosse, angesehene Landamme. Haben sie mir gegenübergestellt. Haben gedacht, jetzt kommt der Blocher auf die Schnurren über. Und dann mag mich erinnern, da ist einer aufgestanden, Appenzeller, und hat gesagt zu Carlo Schmid, du hast doch auf dem Landsgemeindeplatz gesagt, da hier gehen wir nie. Und jetzt gesagt, wir müssen da hier. Was ist denn passiert? Der Carlo Schmid gesagt, ja, ich bin da hergegangen und haben es noch mal ein bisschen überlegt. Und jetzt bin ich halt anderer Meinung. Da ist der andere wieder aufgestanden und gesagt, heute so, Abend gehst du gerade noch mal ein bisschen her. Dann überlegst du das und dann hast du auch wieder eine andere Meinung. Es war eine Zeit der Orientierungslosigkeit gewesen. Das ist dann natürlich auch, weil damals sind die sozialistischen Länder zusammengebrochen, die Sowjetunion. Die Mauer, die Ostdeutschland und Westdeutschland getrennt haben, ist abgerissen worden. Und jetzt ist im Westen die Euphorie aufgebrochen. Man hat gesagt, jetzt ist alles anders, es gibt nie mehr Krieg, es gibt nie mehr Auseinandersetzungen, die Grenzen sind überflüssig, alle Menschen haben einander nur noch gern und sind Freunde. Oh, weil einer pleite gemacht hat, wie die Sowjetunion die Menschen anders dort wären. Ich mag mich erinnern, da sind Professoren, die an der ETH militärische Strategie gelesen haben, auf Bern kommen und sagen, man brauche gar keine Armee mehr, gäbe ja nie mehr Krieg. Die Welt sieht ganz anders. Der Adolf Ogi, der das Militär gerät, hat gesagt, weißt du, die sagen, die Vorwarnzeit für einen Krieg sind 25 bis 30 Jahre. Man wird nicht mehr überrascht. Da habe ich gesagt, ja, dann begreife ich, dass er die Armee abschafft. Dann könnt ihr ja, wenn sie warnen, haben sie ja noch 30 Jahre Zeit, um eine auf die Beine zu stellen. Und alles ist anders gekommen. Es ist keine 10 Jahre gegangen. Ist im fürchterlichsten Krieg Jugoslawien zusammengebrochen und so weiter. Und
Jetzt könnt ihr ja selber schauen, wie kriegslos das die Welt ist. Der Mensch hat Dimensionen verloren, hat sich auf sich selber allein gestellt und hat gesagt, jetzt machen wir nur noch ganz grosse Würfe. Und die da dagegen gewesen sind, die hat man müssen tüpfen. Und zwar persönlich. Das sind die ewigen Hinterwäldner gewesen. Das sind die, die nicht rausgekommen sind. Nach der EWR-Abstimmung, wo über 50% der Schweizer fürs Beibehalten von der bewährten Ordnung war, hat man gesagt, die Untersuchungen haben gegeben, nur die Dummen haben dafür gestimmt. Und ich habe gedacht, ich habe mir lieb Gott danken, dass wir mehr Dumme haben als gescheit. Sonst wäre es noch falsch rausgekommen. Und man hat natürlich auf die führenden Köpfe gezielt, ist ja klar, und hat die mundtot machen und sagen, die sollen wir nicht mehr führen lassen, weil sie eigentlich kein Argument hatten. Und ich habe hier, ich habe das jetzt noch nachgeschaut, ich habe hier mindestens im Manuskript, ob ich es mündlich gleich gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Aber dort habe ich mindestens für die Luzerner aufgeschrieben, und der Rat gegeben, sie müssen gute Politik machen, dann kommen die Wähler automatisch. Aber in der orientierungslosen Zeit wollen die Menschen wieder Leute, die Richtung haben, die feststehen auf dem Boden und nicht sich torkeln nach allen Seiten. Sie dürfen aber nicht Politik machen, weil sie gewählt werden wollen, sondern damit sie die Schweiz erhalten, wie sie ist. Wir sind nicht die Herren der Bürger, wir sind die Knechte des Volkes und nicht umgekehrt. Viele Politiker müssen sich diesbezüglich an der Nase nehmen. Sie sind oft so eitel, wenn ich in die Landschaft schaue, dass sie sogar ihre eigenen Röntgenbilder noch retuschieren. So, da habe ich auch gesagt. Und ich hatte das Gefühl, die Luzerner, wenn ich so reingeschaut habe und auch heute wieder so reingeschaut, muss ich sagen, wohl, die sind auf einem guten Weg geblieben. Die sind gestanden, nicht weil man auf allen Seiten sie gerühmt hat und gern gehabt hat, sondern sie sind angestanden für die Sache. Danke vielmals. Und ich muss Ihnen sagen, es gibt viele Leute, die sagen, ja, was sollen wir auch machen? Wir werden immer so angeschossen. Schauen Sie, ein guter Politiker, das ist nicht einer, den alle gern haben. Aber respektiert muss er werden. Und da kann ich sagen, da werden wir. He? Da ist viel Respekt vorhanden. Erst wenn sie uns nicht mehr angreifen, haben wir etwas falsch gemacht. Und wir können ja gar nicht von denen geliebt werden, die vom falschen Weg laufen. Wie sollten wir jetzt von denen geliebt werden, die die Schweiz hier in die EU führen? Wo wollen, dass die Werte, rede ja hier in der Innerschweiz, wo schon vor 700 Jahren das Fundament gelegt hat für das Land, wo 700 Jahre gehebt hat. Immer wenn die Schweiz die Säule verloren hat, ist es nicht gut rausgekommen. Sie hat sich immer müssen darauf zurückbewegen. Schon die Gründer vom Bundesstaat 1848, weil es hat so Dodehrige gehabt, die gesagt haben, jetzt haben wir etwas Neues, jetzt geben wir das auf da. Wir wollen keine fremden Richter haben. Jetzt geben wir auf, dass wir selbstständig sind, haben die Gründer in die Welt rausgerufen. Die Säule bleibt, auf denen baut man auf und soll sich erfrechen, meinen, wir wollen jetzt fremde Richter, eine fremde Macht. Wo man die Bundesverfassung gemacht hat, sind wir von diesen Ländern um uns herum. Das sind ja hier alles Königreiche und Diktaturen gewesen. Sind wir beschimpft worden, dass man so eine Verfassung macht. Die Franzosen haben zwei Regimenter an die Grenze gestellt und gesagt, wenn ihr so etwas macht, werden wir einmarschieren. Alle Länder haben uns gedroht. Stolz bin ich auf die Gründerväter,
wo damals an die französische Grenze sind und der französische General hat gesagt, ihr könnt schon einmarschieren. Dann seht ganz Europa, wenn ihr mit dem freiheitsliebenden Land umgeht. Und das kann ich euch sagen. Wenn da die Leute aus euren Ländern das sehen, dann werden sie euch von den Drohnen fegen. Die sind abmarschiert. Merken Sie den Unterschied von diesen Typen und von denen, die von uns hier von Bern auf Brüssel gehen? Da hat noch nie einer etwas so gesagt. Hat da noch nie einen Widerstand gemacht, wenn sie droht haben. Die marschieren zum Teil schon zur Tür rein und rufen schon draußen, wir gehen die allem noch. Sie merken, das sind Leute, die eben für die Schweiz geschaut haben. Am Schluss haben die europäischen Mächte nachgegeben und haben gespöttelt über die Schweiz. Seit ein so ein Land, wo der Pöbel etwas zu sagen hat, wo jeder wählen kann, wo sie abstimmen über eine Verfassung, die sie haben. Sie glauben doch nie, dass das Land lang hebt. Glauben doch nie, dass die Verfassung eine Dauer hat. Aber da darf ich Ihnen sagen, 2017 stehen wir da. Und alle die Verfassungen von diesen Ländern aussen dran sind weggefegt. Nur eine besteht noch, die von der Schweiz. Drum, es muss einer ein Dummkopf sein, auf den Erfolg, wo die erfolgreiche Säule einreisst und meint, nur weil etwas gross ist, nur weil alle anderen etwas machen, sei das der Erfolg. Wir haben schon gewusst, der Regierungsrat Paul Rienicker hat gesagt, er hat ja einen Grund, warum das Land, wo ein armes Land ist, wir haben ja keine Bodenschätze, wir haben ja keine Binnenmärkte, wir haben keine Meeranschlüsse, wir haben alle Nachteile. Dass das etwas geworden ist, weil sie sich zugeschnitten hat auf ihre eigene Armut und aus dieser Armut einen Reichtum gemacht hat, wo sie sich sehen lassen darf. Es ist auch führungsmässig und das sage ich Ihnen. Ich bin ja nicht ein Binnenmärkte-Unternehmer, der nur in der Schweiz etwas kaufen kann und ich will abschotten, wie sie immer sagen. Wir haben 96% der Produkte im Export. Ich kenne doch alle Länder. Ich war mehr in diesen Ländern als hier die Schnurri in Bern, wo am Pult von der große Theorie über China und weiss ich was noch nicht. Ich kenne doch die Länder. Ich sehe doch die Vorteile von uns. Mögen es die anderen so machen, wie sie es machen. Aber wir machen es so und es ist gut rausgekommen. Vor allem für die Bevölkerung und wenn man es preisgibt, kommt es schlecht raus. Aber es ist halt so, es ist ein Graben. In dieser Frage gibt es eben einen Graben zwischen der Bevölkerung und denen, die den Ton angeben. Weil die selber profitieren natürlich. Weil wenn man dort hingeht, hat die Bürgerinnen und Bürger nichts mehr zu sagen. Andere befehlen. Und bei diesen anderen hoffen alle die Politiker, wir sind dann auch dabei. Wenn sie einmal sagen, ja, wenn wir in der EU wären, könnten wir dort mitbestimmen, dann sage ich immer, die Frage ist nur, wer der Mir ist. Der Mir sind ihr, aber nicht wir. Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr dort dabei, seit ich im Bundesrat rausgefallen bin. Jetzt bin ich ja da auf eurer Liga. Also ich kann dort auch nichts mehr sagen. Nein, das dürfen wir nicht machen. Wir schotten uns doch nicht ab. Schauen Sie, wenn ich zähne, dort wo ich wohne, an dieser Strasse haben wir doch ein gutes Verhältnis mit sämtlichen Nachbarn. Wir verkehren doch miteinander. Wenn du mal etwas nicht hast oder etwas los ist oder man vorgeht, telefoniert miteinander, also los, es ist dann noch das und das. Wir haben ein gutes Verhältnis. Aber wenn jetzt die alle kämen und sagen, lasst, wir kommen so gut aus miteinander, wir sind doch alle die gleichen und aus dem gleichen Land, morgen zügeln wir alle ins gleiche Haus hier, würde ich sagen, lasst, nein, danke, ich will lieber selber bestimmen, wenn ich ins Nest gehe.
Und das ist doch selbstverständlich. Man muss doch nicht, und man tut sich auch überlupfen. Ich bin überzeugt, wenn wir alle miteinander das Gleiche auskämpften und die alle die Regeln würden bestimmen für uns, wir hätten gleich Mais. Wir hätten nicht mehr den Frieden. Weil jeder kann man doch estimieren, die Lebensform, wie er ist. Und wissen Sie, wenn man so immer angegriffen wird von den Gegnern, es ist ein Zeichen, dass man respektiert ist. Und wenn er so, ich höre viele Leute, die mir das klagen und sagen, ja, aber ist eine Sauerei, wie die da einen plagen, sage ich, los, musst du die Plage als Ehre empfinden. Gibt ein gutes Mittel. Ich denke immer an Friedrich der Grosse, der gesagt, der ist immer so angegriffen worden, hat er gesagt, oh, das ist ja klar, wer viele Affen um sich hat, wird auch oft gebissen. Da möchte ich Ihnen einfach den Mut machen, allen unseren Leuten, immer unserer Basis den Mut machen, hebt durch, sucht nicht die Anerkennung, sucht das, was für die Bürgerinnen und Bürger wichtig ist. Und unsere Kämpfe, die wir geführt haben, sind ja im Gesamten, wenn man eine Bilanz sieht, erfolgreich gewesen. Parteipräsident Franz Grütter hat es aufgezählt. Wo wäre denn die Schweiz ohne die SVP? Wo wäre der Kanton Luzern ohne das? Die Wirkung ist viel grösser, als wir selber meinen, weil wir immer noch schauen, dort, wo man verloren hat oder dort, wo sie es nicht gemacht haben, wo wir wollen, schauen wir mal, was sie müssen machen. Wir sind nicht in der EU. Das ist das Wichtigste. Das war die wichtigste Abstimmung. Und im Kanton Luzern, das darf ich schon sagen, da sind auch über 80% an Turnen. Und ihr habt mit über 60% Nein gesagt, gegen alle anderen Parteien. Soll das mal einer vormachen? Nein, wir können uns auch manchmal noch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Wer hätte denn alleine müssen, da Masseneinwanderungsinitiativen durchziehen? Wer hätte alleine die Ausschaffungsinitiativen müssen durchziehen? Wer hätte da gegen Steuer gegeben? Wer hätte da dafür geschaut, dass wir da, wo wir erpresst worden sind vom Zweiten Weltkrieg, nicht müssen Milliarden zahlen an da die Vereinigungen in Amerika, die uns gedruckt haben? Wer hat da den Schieber gezogen? Es war die SVP. Und hinten dran haben wir immer in diesen wichtigen Sachen Mehrheit gehabt. Ganz allein. Und wenn da alle Parteien miteinander sagen, es war ganz knapp gewesen. Ja, Gott, vertelle ich. Einen kleinen alleine, mehr als die Hälfte, ist ganz knapp gewesen, oder? Und da müssen wir weiterfahren, weil wir müssen es halt sagen, das war ja vor 25 Jahren. Aber schauen Sie, das, was ich gezeigt habe im Film, das ist schäbig. Das ist ja hochmodern, das ist ja zeitgemäßes Referat. Die wollen ja weitergehen, wollen ja nochmal gehen. Die planen jetzt einen Vertrag. Sie sagen dem Rahmenvertrag mit institutionellen Abstimmungen. Sie werden es natürlich nicht unter dem Namen bringen in der Abstimmung. Wahrscheinlich heisst denn das Vertrag zur Wiedererneuerung des bilateralen Weges oder so etwas Kreibs. So dass man ja nicht merken, was es ist. Das ist nichts anderes. Das ist der EWR im Quadrat. Wir sollten noch viel mehr Gesetze übernehmen von der EU, ohne dass wir etwas zu sagen haben. Künftige Gesetze übernehmen, ohne dass wir etwas zu sagen haben. Sie wollen so gar den Vertrag. Im Gegensatz zum EWR, dort war ja ein obligatorisches Referendum. Dort haben Volk und Kantone zustimmen. Wir wollen es nicht mehr obligatorisch machen, sondern nur fakultativ, damit es keine Stände mehr braucht. Weil dort sind ja zwei Drittel der Kantone, auch die Innerschweizer Kantone, sind ja dort mal dagegen gewesen. Sie sehen, wie da gemogelt wird. Da wird jetzt, also schamlos, wird mit juristischen Trick. Man sieht, wir haben auch viele Juristen zu Bern, also wirklich viel. Gut, ich bin ja selber auch einer. Aber ich habe nur Jurisprudenz studiert, damit ich kann die anderen widerlegen. Sonst hat es kein Wert für mich. Und das
kommt wieder. Sie getrauen sich, und das ist auch ein Verdienst von der SVP, sie getrauen sich im Moment nicht, das zu bringen. Sie wollen schon lange bringen. Aber im Bundesrat sagt mir, aber nicht jetzt, dem käme ich auf den Sack. Und die FDP und die CVP, die ja müssen gegen den Vertrag sein, wenn sie zu der Schweiz stehen. Von den Sozialisten rede ich nicht, die sind immer da für das internationalistische Zeug. Ja, die sind entschuldigt, weil sie Sozialisten sind. Aber ja, die singen ja auch noch die Internationalen da an ihren Fest, oder? Das ist ja klar, die Landeshymnen. Aber die anderen, wo sind denn da die staatstragenden Parteien, wie sie sich nennen? Sie sind heute immer noch für den Vertrag. Aber sie haben jetzt einen Trick gefunden. Sie haben gesagt, ja, also nein, jetzt kann man den Vertrag nicht bringen. Das Volk, man bringt es ja doch nicht durch. Dann sage ich, ja, aber wir sind ja für den Vertrag. Ja, nein, also gut, einmal, ja, nein, aber wir bringen den ja nicht durch. Das ist zu wenig. Man muss für eine Sache stehen, auch wenn man Angst hat, man bringt es nicht durch. Sonst, wenn man es sowieso durchbringt, braucht es uns nicht. Dann kann man lange zu, wenn es die anderen wählen. Aber wenn man es nicht durchbringt, muss man stehen. Und alles die Sachen, die wir gemacht haben, sind wir alleine gewesen, weil alle anderen gemeint haben, es läuft sowieso auf die falsche Seite. Und da muss man auch das Risiko eingehen, dass man verliert. Schauen Sie, ich sehe es jetzt wieder mit der Abstimmung, die wir morgen haben. Die Energiestrategie. Einfach damit ihr so Psychologie seht. In Bern, in der ganzen Wirtschaft, auch wenn ich gut bekannt, alle sind gegen diese Strategie gewesen, weil sie gesagt haben, das kann ja gar nicht gut rauskommen. So eine Planwirtschaft, dass da oben Politik und der Staat unser ganzes Gut von Energie, elektrischer und Öl und Holz und Benzin und alles, Gas und Kohlen und weiß ich was, planet und dirigiert auf 50 Jahre raus. Da kannst du nur einen, der grösser war. Nicht. Alle sind auf dieser Seite gewesen. Die Freisinnige Partei hat sogar eine Resolution gemacht am Bundesrat, dass die Sachen endlich dem Volk vorgelegt werden, damit die verhängnisvolle Strategie kann abgelehnt werden. Und auf einmal in der Wirtschaft über die Hälfte, auf der anderen Seite, alle gekauft, meine Damen und Herren. Da weiß ich. Der grosse Energiebezüger von der Industrie hat mir gesagt, ihr müsst nicht mehr zahlen wegen dem. Weil, euch nehmen wir aus, sonst sind wir ja nicht mehr konkurrenzfähig. Der andere hat mir gesagt, der Hauseigentümer, hört mal, es stimmt, dass ihr nachher verpflichtet werdet, den Haufen zu machen, aber dafür tun wir euch dann die Steuern erleichtern. Dann kommen hier die ganz grossen Firmen, die ABW und so weiter, die haben mir gesagt, wenn ihr da zustimmt, werdet ihr sehen, da könnt ihr Apparate verkaufen. Man reißt am Schluss alle Ölheizungen raus und so weiter. Und der Bundesrat hat gesagt, ja, das kostet etwa 211 Milliarden, das Zeug. Da haben wir gesagt, wer zahlt denn das? Ja, das ist klar, die Energie wird dann halt ein bisschen teurer und Zeug und Sachen. Aber im Gesamten spart man noch. Kostet am Schluss noch weniger. Sag ich, ja, ich habe noch nie gesehen, einen, der 211 Milliarden hat müssen ausgeben musste. Und nachher hat er gesagt, es kostet noch weniger. Schon nicht im Bund. Und so weiter. Ein paar Tage bevor wir die Schlussabstimmung können, haben wir die Freisinnigen. Wir haben gesagt, nein, wir sind dafür. Sind wir auch dafür. Man muss doch etwas machen. Das ist doch der Trend der Zeit. Wenn ich sehe, wofür ich dort dafür geredet habe, ich kenne ja die alle. Da sind dann auch die aus dem Kanton Luzern auch Freisinnige. Die haben dann beide Hände in der Kasse, da kann ich Ihnen sagen. Nein. Da müssen Sie es beim Namen nennen. Es ist ja so. Und am Schluss stehen sie plötzlich alleine da. Und dann sagt man ihnen noch, man sage für Kernkraftwerke. Man muss ihnen sagen, die Kernkraftwerke, wie wir sie heute haben, die gefährlichen, die werden nicht mehr gebaut bei uns. Und zwar wegen dem auch, weil sie gar nicht mehr wirtschaftlich sind. Aber wegen dem, wo jede Technologie zu unterbinden, ist auch ein Blödsinn. Da steht man halt alleine.
Wir hatten auch in der Partei natürlich derjenigen, die gesagt haben, ja, aber Gott, da kannst du ja gar nichts machen. Jetzt haben die jahrelang predigt, die Energiewende und Wende und nochmal Wende und alles ist schön und Sonne und Wind und ich weiss nicht, was alles. Ich sage, aber wir wissen doch, dass das nie geraten. Wer zahlt denn das Zeug, wenn so viel ausgenommen wird? Da, die haben der Vater und Mutter mit dem Kind, der keinen Einfluss hat, der muss einfach die Rechnungen zahlen. Der macht es, der Auto fahren muss und Auto fährt und so weiter. Sie sehen, plötzlich sind sie mit dem Vernünftigsten allein. Es ist uns ja gelungen. Also sie haben natürlich gemeint, es gäbe einen Spaziergang. He? Und es ist uns gelungen, dass sie wenigstens müssen über Kosten reden müssen. Ob es lange, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber das ist auch sicher, so oder so. Für uns eine Gewinnsituation. Wenn es abgelehnt wird, dann haben wir die Möglichkeit, dass der Unsinn nicht gemacht wird. Das ist ein Vorteil für das Land. Wenn es ja ist, dann tragen die anderen die Verantwortung. Und dann muss dann unsere Partei die im Wort nehmen, was da halt versprochen wird. Oder von Leuten, die gesagt haben, es kostet nur 40 Franken für die Familie. Wenn wir dann schauen. Wenn wir dann schauen, dann müssen wir dort wieder antreten. Du hast ja versprochen. Von Leuten hat gesagt, bis 2035 gäbe es keine Benzinerhöhung. Aber sie hat eine Vorlage vor dem Parlament. Das Benzin wird um 26 Rappen erhöht. Merken Sie etwas? Das ist das Feld der SVP. Ob wir allein sind oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn wir auf dem Weg weiterfahren, denkt die Bevölkerung an uns. Und der Rahmenvertrag, der vor uns steht, das ist der verhängnisvollste. Wir werden wahrscheinlich wieder so eine Jahrhundertabstimmung bekommen. Und den müssen wir gewinnen, den müssen wir verwerfen. Sonst sind wir gefangen in der EU und wir sind natürlich am Schluss auch drin. Und rutschen dann noch hier ohne Volksabstimmung. Das ist die grosse Herausforderung. Und ich will zurücktreten aus dem Nationalrat wegen dem, weil ich gesagt habe, ich will mich nur noch dem Gebiet widmen, nämlich dem Kampf gegen den EWR. Darum haben wir ein Komitee gegründet, das EU-Now. Da sind jetzt 133 Organisationen dabei. Da staunen wir noch Anführungen. Also derjenigen, die politisch gar nicht auf meiner Seite sind. Und die SVP ist natürlich auch dabei. Downs ist auch dabei. Und können als Privatperson Mitglied werden, kostet nur 10 Franken, dann kommen Sie alle Dinge über. Sind jetzt bereits über 7'000 Personen, damit wir den Kampf dann können führen können. Wenn er kommt, weiss ich nicht. Frau Leutert hat als Präsidentin gesagt, Anfang des Jahres, sie will das Jahr noch in die Ordnung machen. Ich weiss aber aus dem Bundesrat, dass sie Angst haben, das zu machen, eben weil das Volk es wahrscheinlich ablehnt. Also schiebt man es ein bisschen raus. Aber passen Sie auf, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und passen Sie auf, alle die schönen Töne, die dann wieder kommen, wenn das kommt. Ja, der bilaterale Weg ist eben wichtig. Ja, ja, das können Sie ja machen. Aber wir gehen die Schweiz nicht auf. Wir gehen die Schweiz nicht auf. Und das ist die Preisgabe der Schweiz. Und gehen Sie auf, da Sie haben auch im Kanton Luzern, da zumal beim EWR, nein, haben sie bei der EWR-Abstimmung. Denken da an die CVP-Nationalrätin Judith Stamm. Die hat da zumal gesagt, der EG-Beitritt ist die logische Konsequenz der Schweiz, oder? Ich weiß nicht, was für eine Logik das sie hat. Aber auf jeden Fall ist das gegen das Herz und den Verstand. Das kannst du nur machen, wenn du geblendet wirst von einem theoretischen Werk. Und wo es abgelenkt ist, hat sie gesagt, ja, das ist halt das Informationsdefizit der Leute. Oder wenn man das Gegenteil macht, wo die wollen, sagen sie, ja, ihr seid halt nicht informiert, ihr seid halt zu dumm, jetzt haben wir den Dreck. Aber der Dreck ist ein guter Dreck, der andere wäre ein schlechter gewesen. Und Josi Meier, die ist da Ständeratspräsidentin gsi, früher. Die hat gesagt,
sie sei Europäerin der ersten Stunde. Und in der Coop-Zeitung hat sie gesagt, nach der Abstimmung, ja, das Wunder ist nicht eingetreten. Und ich habe gesagt, man muss leben, ist es eintreten. Aber nicht das blaue Wunder, wie sie hätte wollen. Das sind Töne, die nicht verschwinden. Die werden kommen. Sie hören jetzt auch wieder überall, wie das verniedlicht wird. Und da braucht es eine SVP. Sie sind, haben heute ein Jubiläum, aber das ist nicht das Ende. Es fängt erst an. Man steht in der Politik nie am Ende. Man steht immer wieder am Anfang. Und immer wieder auch die gleichen Fragen. Hat die Schweiz eine Chance, wenn sie allein ist? Sie hat eine. Ich sage Ihnen das als internationalen Unternehmer. Aber nur wenn wir auf dem Boden bleiben und innenpolitisch natürlich nicht noch Dummheiten machen. Darum hat auch die SVP die Wahlen. Wir sind für die Unabhängigkeit in der letzten Wahl, die erfolgreichste Wahl, die die Schweizerische Partei hatte, sind wir in die Wahlen gezogen. Erstens für die Unabhängigkeit vom Land. Da gehen wir nicht nach. Mögen Sie uns Sturheit vorwerfen. In dieser Frage macht es nichts, wenn man uns sagt, wir sind stur. Otto Fischer, mit dem ich den Rehwehrkampf geführt habe, hat mich gesagt zu mir, weißt, wer am längsten stur ist, gönnt. Dieser Frage dürfen wir nicht nachgeben. Sonst schläfen wir hier. Zweitens, die ewige Abzockerei, Abgabengebühren, Steuern, die Bürokratie, das muss aufhören. Das war der zweite Punkt. Darum müssen wir die Energiesache bekämpfen, weil da werden die Bürger über den Tisch gezogen und das Geld wird dann aus dem Portemonnaie gezogen. Und drittens, das latente Problem der Massenzuwanderung muss endlich ernst genommen werden. Es ist ja furchtbar, dass andere Länder jetzt gemerkt haben, und wir schon lange die Sprache gebraucht haben und etwas machen. Schauen Sie mal an, was in England läuft. Die englische Ministerpräsidentin sagt, wir können über alles verhandeln, aber über diesen Punkt können wir nicht verhandeln. Das muss aufhören. Das ist, gibt so ein Übel fürs Land. Und uns in Bern haben es fertig gebracht, einfach den Volkswillen nicht mehr zu achten. Also muss unsere Partei noch stärker werden, damit man den Volkswillen durchsetzen kann. Schauen Sie, unser Land ist entweder eigenständig, souverän, neutral, direkt demokratisch oder es ist nicht mehr unser Land. Das ist es so. Sie können es zu Ende denken. Und das Schweizer Volk hat es bis jetzt gemerkt, aber die in Bern leider haben es nicht gemerkt. Weil sie merken nichts. Sie lesen nur die Berichte, die da studierte Leute geschrieben haben und eine gewisse Logik hat. Oder? Man kann nicht mehr alleine sein, man muss alles miteinander machen und so. Und Frieden und ich weiß nicht, was alles. Leuchtet ja alles ein bisschen ein, aber nur, wenn du eben an so intellektuelle Konstrukte denkst. Wir haben so viele studierte Leute in der Bundesverwaltung. Also, als ich da komme, als Bundesrat, ich habe den Kopf, das ist ja eine halbe Universität, die da oben tätig ist. Aber wir haben viel zu viele Studierte, aber viel zu wenig Gescheite. Das ist das Problem. Und schauen Sie, das Misstrauen, das bleibt erst die Bürgerpflicht. Und ich erinnere an unseren Schriftsteller im Kanton Zürich, den Gottfried Keller, der dort mal gesagt hat, es muss immer der Bürger parat sein, notwendig mit der Axt vor die Haustüre zu treten. Ihr müsst misstrauisch sein mit der Obrigkeit. Und der Gottfried Keller war Staatsschreiber vom Kanton Zürich. Der hat ja gewusst, von wann er redet. Und das Gleiche gilt natürlich für den Kanton Luzern. Und darum ist es ein grosser Tag, dass Sie heute Geburtstag haben und dürfen auf 25 Jahre schauen. Und Sie sind eine erfolgreiche Partei.
Ich gehe nicht nur schauen, ob sie die Grössten sind oder nicht die Grössten und wie viel. Und wenn man am Sonntagabend kann sagen, ja, ich habe gewonnen und den anderen verloren. Sondern was für die Schweiz passiert ist, und der Schweiz geht es besser, dank der SVP. Und da hat Kanton, die SVP Kanton Luzern einen wesentlichen Anteil. Und im Kanton Luzern ging es auch schlechter, wenn ihr nicht wäret. Und wenn man hier in der Innerschweiz muss noch streiten über die Unabhängigkeit, ist schon eigentlich geschäbig. Ihr gehört ja eigentlich schon lange dazu. Ihr seid ja nicht erst kürzlich Mitglied von der Eidgenossenschaft geworden. Ihr ja, gehört ja zur alten Eidgenossenschaft. Sie sind noch nicht gerade auf dem Rütli gewesen. Das war damals mal für euch noch zweite weg gewesen. Aber gleich nachher. Und ich mag mich erinnern, wenn mir die Innerschweiz Kraft gibt, ob ich mehr wäre. Ich bin zu meiner Überraschung im Dezember 1991 eingeladen worden an die Innerschweizer Bauernlandsgemeinde in Stanz. Und natürlich misstrauisch, wenn ich heim bin, ich sagte, oh, was wird da gespielt? Ja, also, ob ich heimt über den Rehweg reden. Dann habe ich gesagt, mich als Zürcher. Ich will den Bauern reden. Haben denn die keinen aktiven Bauern? Ich bin ja von Beruf Bauer, aber was ist da los? Die Siechen wollen über den Tisch ziehen. Da muss ich aufpassen, wenn ich heim. Aber jetzt gang ich mal. Mehr als Totschlag können sie mich nicht. Ich bin in eine Halle reingekommen, gestossen voll. Es war eine Turnhalle. Die Bauern sind, die jungen Bauern sind an der Sprossenwand oben gehangen. Alles gestossen voll. Mir war natürlich wund und weh. Und dann habe ich die gepackt und gesagt, hört, ihr seid Bauern wie ich. Ihr seid Innerschweizer wie ich nicht. Aber jetzt muss ich euch sagen, jetzt geht es um die Schweiz und jetzt will ich schauen, ob ihr als Innerschweizer Bauer die Schweiz auch verratet. In der E-Werie gehen wir nicht. Und dann war da innen ein Jubel, ein Juchz, eine Freude und ein Klatschen gewesen. Da habe ich gewusst, aha, jetzt habe ich gewusst, wo der Bartli den Most holt. Die haben es gemerkt. Vielleicht haben sie es nicht gewusst, aber gemerkt, was da gespielt wird. Und da bin ich heim. Man hat mir da gesagt, man sollte den Blocher verbieten, in andere Kantone reden. Die CVP hat gesagt, das sei ihr Territorium. Ich habe gesagt, ihr wollt in die EU und ich darf nicht auf, in die Innerschweiz schnurren. Das ist ein bisschen komisch, oder? Aber Sie sehen, wie nervös das geworden sind. Und da habe ich gemerkt, da kommt Kraft aus den Wurzeln raus, von unserem Land. Das ist schön, wenn ich denke, da, ich habe ja die Biografie gut verfolgt vom Leu, vom Begründer von der katholisch-konservativen. Da teile ich die Auffassung, dass der auf so einem guten Fundament gestanden ist, der könnte ja gar nicht zuschauen, was die CVP jetzt macht in dieser Frage. Warum sind die alle abgehakt von dem bewährten Weg? Weil, muss ich so sagen, geblendet von der internationalen Größe, geblendet von Karrieren, geblendet von schönen Reise- und Aktivitätsbetrieb. Man geht in die EU, weil dort drinnen sind alle für alles verantwortlich, nur niemand für etwas. Und in der Schweiz ist es anders. Da musst du den Grind anheben, darum wollen wir, dass die Schweiz Schweiz bleibt. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Partei auch für die Zukunft die Kraft, die es braucht, zu diesem Land zu stehen. Und ich bin überzeugt, wir bringen es her, wenn wir es richtig machen. Und mit Gottes Hilfe werden wir das Land auch können erhalten. Ich danke Ihnen. Christoph, vielen Dank für die Zeit. Hier noch ein kleines Präsent. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja.
Also ich möchte Ihnen herzlich danken, auch für die Drangsame. Vorteil, dass ich im Bundesrat bin. Als Bundesrat ist immer nur dürfen entgegennehmen, was du einem Tag machst, trinken oder essen. Und jetzt habe ich gutes Gewissen. Da kann ich also mitnehmen. Und sie haben mich nicht geschmiert. Danke. So. Das ist mein Ton, das kommt dann noch. Kommt dann noch, dann will ich gerade zeigen. Okay, kannst du. Ich habe das hier gefunden, da. EWR, nein. Ich möchte Ihnen nur noch sagen, das hat auch eine Geschichte. Sie erzählen dem vielleicht noch etwas, ich weiß nicht. Aber weil meine Frau da ist, muss ich das sagen. Hören Sie, ich war ja nicht alleine, wenn ich etwas gemacht habe. Also, Sie kennen es ja. Hinter einem starken Mann steht eine starke Frau. Und da kann ich also. Und das kann ich also bezeugen. Manchmal ist sie fast ein bisschen stark. Aber da hat sie gesagt, nach dem EW, beim EW hat sie gesagt, los, deine Vorträge, die sollte man einfach mal festhalten und schreiben und vertragen. Sag ich, ja, ich habe ja ein niedergeschriebenes Manuskript, ich rede ja noch frei. Und dann hat sie, meine Mutter gesagt, ich gebe jetzt ein Heft raus, da. EW, der falsche Weg für die Schweiz. Hat mit einem das aufgenommen, Tonband, und hat das aufgeschrieben. Dann musste ich noch geschrieben lesen, ob ich nichts Dummes gesagt habe. Und nachher hat sie gesagt, das drucken wir jetzt, das verkaufen wir. Du wirst sehen, dann habe ich gesagt, was kostet so ein Heft machen? Ja, das kostet etwa 70.000 Franken. Aber das wird das Geschäft. Ich sage, ja gut, das, wenn du ein Geschäft machst, kannst du den Gewinn behalten. Und sagen und schreiben, sie hat nach Hause nicht bekommen. Und zwar haben sie es auch verkauft an den Kiosk. Und das ist der Kiosk zu oberst oben gelegen. Wissen Sie warum? Weil alle Verkäuferinnen sind auf meiner Seite gewesen. Kioskinhaber, die sind auf der anderen Seite gewesen, aber die konnten ja nicht das Heft auflegen. Das sind unsere Leute. Und ich danke meiner Frau, dass sie das rausgegeben hat und auch natürlich für die Unterstützung. Ich brauche sie noch ein bisschen. Danke. Danke. Entschuldigung, dass ich das weggenommen habe. Okay, merci. Ja, hast du es vorher schon gesagt, in jedem starken Mann steht noch eine stärkere Frau. Das haben wir natürlich nicht vergessen. Und darum haben wir auch für Silvia Blocher noch ein Präsent, wo ihn ja immer begleitet. Und wir danken recht herzlich, dass Sie ihn uns heute für eine Dreiviertelstunde ausgelehnt haben. Vielen Dank, Frau Blocher. So. Vielen Dank, Christoph Blocher, auch von meiner Seite, für deinen unermüdlichen Einsatz für die Schweiz. Du hast mit dieser Broschüre hier, du hast es schon gezeigt, gegen EWR-Beitritt gekämpft. Wenn man heute die Prophezeiungen liest, die du drinnen gemacht hast, kann man nur staunen, was bis heute alles Realität geworden ist. Im Guten, wie leider auch im Schlechten. So hast du zu der gemeinsamen Währung gesagt, eine Volkswirtschaft, die ihre geldpolitische Selbstständigkeit aufgibt, hat keine Instrumente mehr, um sich gegen konjunkturelle Schwankungen im eigenen Land zu schützen. Ja, geschätzter Christoph Blocher, vielleicht hättest du die Broschüre besser noch auf Griechisch, Portugiesisch und Italienisch drucken. Ich glaube, Europa wäre den Haufen erspart geblieben. Liebe SVP-Familie, ein Zeichen dafür, dass die SVP immer grösser wird, sind auch die Mandate, die wir inzwischen haben. Neben den drei Vertretern in Bern von uns, dem Felix Mürius Emme, dem Yvette Estermann aus Kriens und dem Franz Grüter aus Eich, haben Sie heute Abend auch bereits den Regierungsrat Paul Wieniker gesehen. Nicht zu vergessen aber auch die zahlreichen Kantonsräte, Gemeinderäte, Einwohnerräte und auch Grossstadträte. Ein weiteres grosses Aushängeschild wird aber bald bei uns im Kanton dazukommen. In wenigen Wochen wird nämlich Kantonsrätin Froni Thalmann zur Kantonsratspräsidentin gewählt und damit zur höchsten Kantonsluzernerin.
Darum möchte ich Ihnen heute als Premiere eine Einladung für Ihre grosse Feier im Flüeli Sörenberg zeigen. Bitte, Film ab! Liebe Bürgerinnen und Bürger vom Kanton Luzern, besonders die von der Gemeinde Flüeli Sörenberg, liebe Familie, sehr geschätzte Gäste, ein besonderes Jahr liegt vor mir, vorausgesetzt, dass ich natürlich gewählt werde im Kantonsrat. Als höchste Luzernerin ein ganzes Jahr lang die Wertschätzung mit einem Grußwort dürfen zu überbringen, auf das freue ich mich. Überhaupt in der Gemeinde Flüeli haben wir ein Jahr lang zwei höchste Luzerner, nämlich die Gipfel vom Rothorn und mich. Die Gemeinde Flüeli Sörenberg, die übrigens die grösste ist im Kanton Luzern, ist stolz, euch dürfen einzuladen an die Kantonsratspräsidentenfeier, hier auf dem Dorfplatz Flüeli. Detailprogramm und weitere Hinweise zur Organisation der Feier findet ihr auf der Homepage www.flüeli.ch, wo Mitte Mai aufgeschaltet wird. Ich freue mich, gerade dich an meiner Präsidentenfeier dürfen zu begrüßen. Danke. So. Und wer braucht ein Video, wenn wir das Original hier haben, darf ich Froni bitte hier auf die Bühne bitten. Grossen Applaus für unsere künftige höchste Kantonsbürgerin. Eine Gratulation. Hast du dir schon das Mikrofon gegeben? Geschätzte SVP-Familie, ich freue mich wirklich sehr auf das Ehrenjahr, das ich jetzt haben darf. Wenn ich gewählt werde, das heisst im Protokoll, wenn wir das immer erwähnen, wir werden ja erst gewählt. Und da hoffe ich schon drauf. Das ist wirklich eine schöne Aufgabe, die ich mir da darf, mir das Vertrauen gibt. Und ich denke, wenn ich den einen oder anderen bei uns hinten, im Frühling hinten sehe, würde ich mich wirklich freuen, euch dort dürfen zu begrüßen. Und ich werde so bleiben, wie ich bin. Ich hoffe, ich habe die Standfestigkeit, dass ich ein ganzes Jahr lang auch als höchste Luzernerin da bin für das Volk, für die Jugend, für das Alter, einfach für alle zusammen. Danke vielmals. Vielen Dank, Froni. So. Noch einen kleinen Blumenstrauß und alles Gute auch für deine sichere, ereignisreiche Zeit. So. Liebe SVP-Familie, geschätzte Gäste, sicher haben Sie schon alle das Kuvert auf Ihrem Platz gesehen, wo Sie unter dem Teller haben. Ich sage es ehrlich, für unsere vielfältigen Aktionen, die wir immer machen, sind wir in den nächsten 25 Jahren weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen. Selbstverständlich würden wir uns sehr über Ihre Spende freuen. Bitte denken Sie aber daran, wenn Sie das Kuvert hier nur Münzen tun, dann klimpert das so laut, wenn es nachher draussen ins Milchkessel rührt. Also wenn ihr noch Alternativen dabei habt, würde uns das natürlich freuen. Zum Schluss möchte ich mich selbstverständlich auch noch beim Organisationskomitee von der SVP Stadt Luzern bedanken, wo der Anlass sehr engagiert und in vielen Stunden auf die Beine gestellt hat. Ich glaube, auch das ist ein Applaus wert. Dann möchte ich mich selbstverständlich auch bei allen Referenten und Persönlichkeiten bedanken, die wir heute gesehen haben. Und nicht zuletzt bedanke ich mich auch bei Ihnen, dass Sie heute Ihren freien Samstagmorgen wieder einmal für die SVP geopfert haben. Und für viele, glaube ich, wird das nicht der letzte gewesen sein. Gerade im Anschluss wird für unsere Gäste im Saal das Essen serviert. Für musikalische Unterhaltung sorgen wieder die Edelweiss-Örgler aus dem Entlebuch, die wir am Anfang schon gehört haben. Liebe SVP-Familie, geschätzte Gäste, wir sehen uns dann wieder in 25 Jahren und hoffen, dass uns dann Christoph Blocher wieder sagen kann, wieso dass wir der EU immer noch nicht beitreten sollen, falls es die bis dann überhaupt noch gibt. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen alles Gute, guten Appetit und eine gute Heimreise. Vielen Dank.